meine Lieben, heute das gewünschte Food Diary von mir. Ihr wolltet wissen, was ich unter der Woche so alles koche. Dem Wunsch komme ich natürlich sehr, sehr gerne nach. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, wie ich was zubereitet habe, dann lasst es mich sehr, sehr gerne in den Kommentaren wissen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Video. So, heute gibt es eins meiner Lieblingsgerichte und zwar Chili con Carne. Ja, ich packe da natürlich alles Mögliche mit rein, von frischer Paprika in Würfeln zu Chilibohnen, Zwiebeln, ja, Mais und so weiter, eben was in ein übliches Chili so gehört. Und dann rolle ich das Ganze aber in diese Wraps ein, also in diese Weizenmais-Tortillas, gebe das Ganze dann nochmal in den Ofen, wo ich natürlich ganz viel Käse drüber mache und mache es auf Grillstufe. Ja, und das ist wirklich eins unserer liebsten Gerichte. Und dazu gibt es natürlich wie immer bei mir einen Salat. Und zwar habe ich diesmal wieder Feldsalat gemacht mit Karotte, Paprika, Tomate und Radieschen. Dann habe ich noch frische Champignons angebraten mit Speck. Das machen wir uns da jetzt noch drauf. Und jetzt lassen wir es uns schmecken. So, meine Lieben, heute gibt es Spaghetti mit Riesengarnelen. Ich habe die angebraten in der Pfanne mit ganz viel Zwiebel und Knoblauch, habe noch frische Champignons mit rein und getrocknete Tomaten. Bisschen Tomatenmark und dann habt ihr schon eine leckere Soße. Dazu gibt es natürlich wie jeden Tag bei uns einen frischen Salat. In diesem Fall jetzt hier einen Feldsalat. Ich habe noch so kleine Mozzarellas mit rein, Paprika und Cherry-Tomaten, die seht ihr gerade nicht. Und jetzt lassen wir es uns schmecken. So, heute gibt es was Schnelles für meinen Mann, er hat nämlich nicht lange Mittagspause. Ich habe ihm selbstgemachte Frikadellen gemacht. Jetzt kommen die Hamburger Brötchen noch in den Ofen, damit sie schön knusprig werden. Ich finde das Gericht total schön, weil sich jetzt jeder sein Brötchen so machen kann, wie er es gerne möchte. Entweder Salat drauf mit Tomaten, Gurken, Käse, Zwiebeln, Jalapenos oder mit Ketchup und mit Mayo und so weiter. Also jeder macht sich jetzt sein Brötchen so, wie er das gerne hätte. Zwei meiner Kinder mögen leider keine Hamburger. Für die ist jetzt schon was anderes auf dem Herd am Köcheln. Das zeige ich euch jetzt im Anschluss. Der Moritz und der Gianluca, die bekommen Nudeln mit Haché und einen Salat dazu. So, heute gibt es für meinen Mann und mich Gnocchi mit Gorgonzola-Schinken, Erbsensoße und natürlich einen Salat. Und für meine Kinder gibt es selbstgemachten Döner, einmal mit Salat und einmal ohne. Ich werde jetzt noch welche zubereiten, einen noch für den Alessandro und den anderen für den Luki. Ja, und danach gibt es eine leckere Obstplatte, da freuen sich meine Mäuse jetzt schon drauf. So, heute gibt es für uns eine leckere Hackfleischkäse-Lauchsuppe, die ich natürlich selbst gemacht habe, also ohne irgendwelche Fertigpäckchen. Und dazu einen leckeren Feldsalat mit Aceto Balsamico Dressing, ein paar Gurken noch mit drinnen und das war es erstmal für uns. Und für einen meiner Söhne gibt es Nürnberger Rostbratwürstchen mit Wirsinggemüse. Der mag nämlich keine Käsesuppe mit Hackfleisch und deswegen bekommt er das jetzt. Und natürlich zum Nachtisch für alle frisches Obst für zwischendurch. Und ja, immer wieder mal greifen sie da zu dem Teller und lassen sich's schmecken. So, heute gibt's gebackenen Schafskäse bei uns. Den habe ich ja paniert und eben angebraten in der Pfanne. Dazu gibt's eine Salatplatte. Ich habe verschiedene Salate, also Feldsalat und Kopfsalat. Dazu habe ich ein bisschen Rohkostgemüse noch geschnitten. Wir haben noch Reste von der Suppe von gestern und ich habe noch frische Champignons angebraten mit Zwiebeln und Speck. Das kommt jetzt noch auf den Salat und dann lassen wir es uns jetzt mal schmecken. Zwei meiner Kinder möchten jetzt keinen Schafskäse, deshalb habe ich ihnen einen gebackenen Leberkäse gemacht mit frischer Semmel bzw. Laugenbeck, Ketchup darf nicht fehlen und Salat. Es ist jetzt natürlich ein sehr großes Stück, da wird auf jeden Fall noch was übrig bleiben, das essen sie dann zum Abendbrot. So, für zwei meiner Kinder gibt es heute Nudeln mit Bolognese-Soße. Ganz viel frisch geriebenen Parmesan obendrauf. Sie mögen nämlich den Eintopf nicht, den ich regelmäßig mache. Leider habe ich heute irgendwie meine Zutaten noch vergessen. Und zwar gehört da eigentlich noch Mais rein, frische Paprika und ganz viel Zwiebel. Aber naja gut, das ist jetzt nicht so dramatisch. Ich habe mir noch Nudeln mit rein. Mein anderer Sohn, der mag eine Scheibe frisches Brot dazu und mein anderer Sohn Reis. Das habe ich jetzt auch noch gemacht und dazu gibt es natürlich mal wieder einen Salat. Eisbergsalat in dem Fall mit Radieschen, Gurken und Tomaten. Und dann schneide ich total gerne Fenchel auf und ja, mache mir frisches Olivenöl quasi aus Italien drauf und würze das noch nach. Das essen wir zwischendurch bzw. zum Mittagessen einfach total lecker. Ja, und das war es eigentlich soweit für heute.
Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder. Heute gibt es für mich einen Salat und zwar habe ich rein rote Beete, Tomaten, Zwiebeln, geraspelte Karotten, frische und ja, alles was so der Kühlschrank hergegeben hat. Hüttenkäse habe ich noch mit rein, genau. Und dazu esse ich jetzt ein paar Kartoffeln, die habe ich mir frisch abgekocht. Mein Mann, der hilft mir jetzt mit dem Salat, dem brate ich jetzt aber noch ein frisches Stück Lachs an. Ihr wisst ja, ich mag keinen Lachs, mir reicht es jetzt so erstmal. Meine Mäuse, die haben in der Schule ein frisches, gesundes Frühstück gegessen und deshalb haben sie jetzt noch keinen Hunger, den koche ich dann später. Jetzt haben wir es mittags und ich habe jetzt für meine Mäuse wieder einen Obstteller vorbereitet. Für mich möchte ich jetzt mal was Neues ausprobieren. Und zwar hat mich die liebe Andrea angefixt. Die Andrea Morgenstern heißt ihr Kanal. Ich bin total auf den Trip Andrea jetzt im Moment. Und zwar zeigt sie immer so leckere Smoothies. Und ich habe mir jetzt mal dieses Gerät hier bestellt über Amazon. Das kann ich euch gerne mal unten in der Infobox verlinken. Und ich bin jetzt total gespannt. Also ich habe mir jetzt mal hier Baby Biospinat zurechtgelegt, dann Basilikum und verschiedene Früchte und auch Gemüse. Also hier jetzt eine kleine Brokkoli zum Beispiel, dann Gurke, ich habe ein bisschen Zitronensaft, dann habe ich Äpfel, Bananen, Kiwi, Karotte, Ingwer ist noch mit drin, hier habe ich noch Melone. Also ich gucke jetzt mal, was ich für meine Kinder zurecht mache als Obstteller und was ich mir in mein Getränk packe sozusagen. Ich fange damit jetzt erstmal langsam an. Wie gesagt, hier ist das Gerät, ihr seht's. Ich packe mir jetzt die Zutaten hier rein und fange dann mal das Mixen an. Im Anschluss kommt das Getränk hier rein. Die habe ich mir mitgenommen bei Ernstings Family. Die sind im Moment im Angebot, beziehungsweise sind dort erhältlich für je 2,50 Euro. Es gibt auch noch andere Farben. Da wart ihr ganz glücklich, dass ich euch das gezeigt habe auf Instagram. Und ich würde jetzt sagen, los geht's mit meinem Smoothie. Uns gefüllte Zucchini und zwar habe ich Hackfleisch angebraten, frische Champignons mit rein und ganz viel Zwiebel. Dann habe ich noch Brokkoli mit rein, Kartoffeln, Paprika, Tomaten, habe eine schöne Brühe dazu gemacht, habe es erstmal köcheln lassen im Ofen, weil ich ja alles in eine Kasserole getan habe und dann habe ich noch die Grillstufe angemacht, damit es schön braun wird. Dazu essen wir einen Salat aus Babyblattspinat, den liebe ich ja total. Ich habe Cherrytomaten dazu geschnitten und Paprika, frischen Parmesan obendrauf und den letzten Schluck meiner Vinaigrette obendrauf gemacht, die Himbeer-Vinaigrette, und zwar hatte ich die in der Degusta-Box, die wollte ich euch jetzt auf jeden Fall mal zeigen, weil ich die auf jeden Fall nachkaufen werde, aber jetzt lassen wir es uns erstmal schmecken. Natürlich dürfte mein momentaner Lieblingssalat nicht fehlen und zwar mit Melone und Schafskäse. Nachtisch habe ich auch einige gezaubert und ja, bitte wundert euch nicht, dass ich am Tag viele verschiedene Gerichte koche, aber es ist nun mal so, wir sind eine große Familie und da kann es natürlich nicht jedem immer schmecken und deshalb mache ich das wahnsinnig gerne. Ich hoffe, dass euch mein Video gefallen hat, vielleicht war es für euch eine kleine Inspiration und ich hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, tschüss!